Mit der Einheit kennst du dich aus. Untenrum 1,5 Zentimeter sind wie viele Millimeter? Wir machen jetzt das Community-Quiz. Beat the Beats oder Beat the Nico oder wie wir es auch immer nennen wollen. Und zwar werden jetzt wieder von euch irgendwelche Fallfets hier reinkommen in den Discord. Alle können mitmachen. Gehostet wird das Ganze auch natürlich von mir und Hakan zusammen. Hakan wird nämlich gleich den Game Master übernehmen, okay? Wir spielen diesmal bis 20 Punkte. Wer als erstes 20 Punkte geholt hat. Heute eine etwas größere Ausgabe. Ich habe einen Joker und zwar, ich darf... Wollen wir sagen, zwei oder dreimal? Ich darf zweimal dich als Joker mit reinholen. Wenn ich eine Frage nicht weiß, okay, dann darf ich... Wenn ich sage, wenn du mir den Joker, also wenn du das anbieten möchtest und ich dann sage, dass ich es auch nicht weiß, dann ist er ja lost. Dann habe ich verkackt. Du darfst mir nicht sagen, ob du es weißt oder nicht weißt, wenn ich den Joker einlöse. Starten wir jetzt einmal. Wir holen den Punktestand wieder mit rein. Letztes Mal ist es folgendermaßen ausgegangen. Der Chat hat 15 zu 13 gewonnen. Verloren. Das wird nochmal knapper. Das wird nochmal knapper. Ich sag's, wie es ist. Hakan, du hast heute wieder die Ehre, mir und dem Chat die Fragen zu stellen. Also, wenn ich eine Frage nicht weiß, darf ich Justus zweimal. Zweimal nur, okay? Chat, weil ich weiß, ich werde sowieso gewinnen, ich mach's fair. Einmal darf der Chat Justus hier reinholen, einmal darf ich. Kommen wir zur zweiten Episode Beat the Beats. Ich versus Chat, let's go. Kirito, hallo. Hast du letztes Mal die Frage richtig beantwortet oder falsch? Hakan, wo liegt Berlin? Also erstens stelle ich hier die Fragen, okay, dann suche ich schon mal eine schwierige genommen, Bro! Du holst. Oh shit! Okay, warte, dann schließe ich aus der Antwort heraus, dass du letztens falsch geantwortet hast, right? Ja, das stimmt auch. Das stimmt auch, okay, dann mal schauen, ob du eine Streak hier beibehalten kannst als Loser. Ich hoffe doch. Welches Tier aus der Sendung mit der Maus erhielt 2019 einen Verdienstorden? Eine Maus. Das ist richtig, Kirimoto-san. Damit hast du den ersten Punkt geholt für den Chat. So, pass auf, deine Frage lautet: In welcher Weltreligion tragen streng religiöse Männer Pages genannte Schläfenlocken? Juden. Im Judentum. Genau, im Judentum, das ist auch korrekt. Damit habt ihr beide schon mal einen Punkt. Sowohl der Chat yes! als auch du. Yes! Digga, das gab's in der Geschichte von Beat the Beats noch nie. Holen wir die nächste Person rein. Es ist Digging in the Dirt. Digging, was geht ab? Hey, da. Die Leine fließt durch die Bundesländer Thüringen und... Dann NRW. So auch da? Die Antwort wäre Niedersachsen gewesen. Mal schauen, ob du dich mit den Währungen auskennst. Denn deine Frage lautet, wie heißt die Landeswährung von Kambodscha? Ich würde sagen, es sind Lire. Also Lira wäre es in der Türkei, aber die Antwort lautet Riel. Keine Ahnung, Mann, nee, wusste ich nicht. Das ist auf jeden Fall ein wirklicher Three-Head hier. Paddle, was geht ab? Paddle. Was soll das jetzt heißen? Ja, komm, jetzt beweis, dass du ein Five-Head bist. Ja, okay. Mit der Einheit kennst du dich aus. Untenrum 1,5 Zentimeter sind wie viele Millimeter? Oha, Hops! Also nochmal die Frage jetzt. Spaß beiseite. 1,5 Zentimeter sind wie viele Millimeter? 15 Millimeter. Das ist korrekt. Hallo. Und damit hast du den zweiten Punkt in den Chat geholt. Chat, versucht wirklich, ich hab den Chat jetzt offen. Versucht nicht, die Antworten reinzuhauen. Okay, Nick. Deine Frage, um zum Ausgleich lautet, welchen Dollar kürzen Banker mit JMD ab? Was sind das JMD? Immer für Fragen? Sind wir schon so weit, wo du an den Fragen zweifelst? Warte, aber es sind Dollar. Ich sag mal so, die Antwort endet mit Dollar. Ja, aber welcher Dollar? Welchen Dollar kürzen Banker mit JMD ab? Das Einzige, was mir einfällt, ist jamaikanischer Dollar. Oha, und damit, Nick, hast du tatsächlich recht. Ja, es ist ein Jamaika-Dollar. Viel zu nice. Hopp. Viel zu nice. Hopp. Moin, Luis. Moin, Mächte. Was geht? Wie sehr bist du in dieser Comic-Welt drin? Ne? Oh, relativ wenig, du. Oh, okay, mal schauen, ob du diese Frage beantworten kannst. Kritisch. Einen Helm mit riesigen Flügeln trägt welcher französische Comic-Held? Ja gut. Ich sag mal so, ich bin überhaupt nicht in der Comic-Welt, aber... Mir fällt da jetzt nur... Warte, wie hieß der? Der Dicke, der Asterix. Und damit hast du tatsächlich den Punkt für den Chat geholt, denn es ist Asterix. Aber der hat der Dicke! Der Dicke! Asterix, man kennt's einfach. Hä, ist es nicht der Dicke? Der Dicke wäre Obelix, aber mit Asterix... Aber literally, ist das wirklich französisch? Weil Asterix und Obelix sind doch eigentlich Latein. Und eigentlich heißen die Asteron und Obelon. Ja, auf jeden Fall hat Chat den nächsten Punkt. Das kann doch nicht sein. Also deine Frage lautet, die Region Navarra liegt in welchem Land? Also darf ich erstmal den Kontinent sagen, Afrika vielleicht? Ich würde nein sagen, aber dazu sage ich jetzt nichts, ne? You know what I mean. Ich sag mal so, in dem Land war ich mal. Ich weiß nicht, ob du mir überhaupt jemals zugehört hast, wo ich schon mal war, aber dort war ich schon mal. Hab ich schon fast gedacht. Du warst bestimmt mal... In Köln, das ist richtig. Du warst mal in Köln, du warst mal auf Madeira, du warst mal in der Türkei. Auf einem Land war ich noch. Hakan, ich hätte dir einfach mal zuhören sollen. Ja. Keine Ahnung, Mann, in Ungarn. Ja.
Bro, what the frick? Ungarn habe ich schon eingeloggt. Ich habe schon eingeloggt. Die Antwort lautet Spanien, Bro. Freaking Spanien. Felix? Ja, was geht? Deine Frage lautet, in welcher Stadt schaut man sich den Deichtorhallen-Kunst an? Den was? In welcher Stadt schaut man sich in den Deichtorhallen-Kunst an? Ah, komm, ich nehme den Joker. Ich hab keine Ahnung. Wirklich? Leute, wir haben jetzt den ersten Joker in Frage. Es ist jetzt Chat haut Joker raus. Neunte Frage. Justice? Bin ich am Zug? Hast du die Frage gehört? Ja. Ja. Hamburg? Es ist die Perle Hamburg, das ist richtig. Chat, damit habt ihr mit dem Joker den Punkt geholt. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Okay, Nick, dann deine Frage. Auch du hast noch deinen Joker, ne? Ich weiß. Ich stell dir deine Frage nochmal wie letztes Mal. Bist du inzwischen gut in Mathe? Wieso kriege ich so eine Frage? Aber ja. Deine Frage lautet, Nick. 8 zum Quadrat ergibt? Es ist 64. 8 mal 8 sind 64 und das ist... Wow, gut in Mathe-Chat, wo ist der Mathe-Beat? Der hat keinen Joker mehr, ich habe noch einen Joker. So, dann holen wir mal wieder eine altbekannte Kollegin rein, Liaris. Hallo. Killen, hallo, es geht. Bist du im Sport relativ fit, im Sinne von, was das Wissen angeht? Nee. Sehr gut. Denn deine Frage lautet, ich glaube, da musst du gar nicht so fit dran sein. In welcher US-amerikanischen Sportart werden Touchdowns erzielt? Keine Ahnung, ich denke jetzt einfach mal an Football. Oh, und damit hast du richtig gedacht. Als ob man immer keine Ahnung hat, aber trotzdem alles richtig macht. Wie geht sowas? Das ist insane. Ja, wie kann man denn von nichts sagen? Amerikanischer Sport, Football. Oh, ich mach dir nur Football. Deine Frage lautet, was ist die Amtssprache in Gabun? Mann! Warum hast du so eine Frage? Okay, Nick, daraus schließe ich, du möchtest vielleicht den Joker nehmen. Der hat doch keine Ahnung! Naja, er hat gerade den Finger gehoben. Was ist Carbon? Okay. Ich kenne Carbon, das ist ein Material aus Eisen oder sowas. Ich hol den Joker rein. Oh, okay, Justice, auch für dich nochmal die Frage, was ist die Amtssprache in Gabun? Französisch. Und damit, Nick, hast du richtig entschieden, denn es ist Französisch. Bro, du bist ja ein Five-Man, dein Kopf ist so groß. Der allseits bekannte Fußballspieler, Pierre-Emerick Aubameyang, kommt aus Gabun und spricht Französisch. Wir haben einfach einen Ass hier gerade live dabei, Justice. Fährst mal den Chat ab. Habt ihr Bock, dass Justice noch einmal von jedem verwendet werden darf, weil wir recht am Anfang noch sind? Machen wir das so, jeder darf Justi noch einmal usen, okay? Boah, aber komm rein hier. Moin, hallo. There she is. Hi. In welchem Bundesland liegen die Städte Plauen und Görlitz? Ey, ich kenne mich, scheiße, Geografie ist gar nicht mein... Also du könntest theoretisch den Joker direkt benutzen. Will ich nur noch mal allen klarstellen. Ja, ich rate jetzt einfach. Sorry, Chat, wenn es falsch ist. Sag alles gut. Sachsen. Nein, holy freaking shit, das ist richtig. For real? Wollt ihr das mich ist richtig. Verarschen? Ihr wollt mich einfach dick fett verarschen. Du hast aus ich hab 15 Bundesländern. Was ist mit dem Chat? Ich hab keine Ahnung. Oh, machst du, wenn ich einfach mal richtig aus einer Chance von 1 zu 16. Also ich schwöre, das hast du doch einfach mal dick fett wieder reingegoogelt, gerade am Handy nebenbei. Also nein. Wirklich. Nein, wirklich. Ja, wirklich. Nick, sei doch kein schlechter Verlierer, holy shit. Welches Tiersymbol an Baumaschinen steht für eine schnelle Betriebsgeschwindigkeit? Nee, keine. Also ich würde einfach sagen, es ist ein Tiger. Lockst du Tiger ein? Ja. Es ist der Hase, Nick, es ist der Hase. Oh Mann, das kann doch nicht sein, Alter. Damit geht der Chat mit 2 Punkten ins Spiel. Es ist doch nicht wahr, Mann. M to the Klee. Hört ihr mich? Ja. Hörst du uns? Okay, gut. Bist du bereit für die Frage, Emily? Ja. Deine Frage lautet, die Sichel des Neumondes ist ein Symbol für welche Weltreligion? Gott. Ja, Gott hat da was zu tun. Mit, ja. Ah, gar nicht. Denk dran, du hast noch einen Joker, du kannst aber auch erstmal für dich selbst nachdenken. Vielleicht riskierst du auch. Das ist nämlich Joker. Okay, dann haben wir jetzt den Joker und Justice. Deine Frage auch nur für dich. Die Sichel des Neumondes ist ein Symbol für welche Weltreligion? War es das mit der 100%igen Winrate, ist die Frage? Ja. Nee, ich muss raten. Ich muss echt raten. Du musst raten. Christentum? Damit geht die Winrate leider vorbei, denn es ist der Islam. Ist es geil oder was? Viel zu nice. Da ist der Joker raus, da ist der Punkt vertan, Chat. Ich treffe deine Frage. Deine Frage lautet, bevor du dich wieder aufregst, gebe ich dir schon mal eine Warnung. Davor hast du richtig gelegen, also reg dich jetzt nicht auf, okay? Der Dollar welches Landes wird AUD abgekürzt? Australian Dollar. Und Nick, du hast sowohl mit dem jamaikischen Dollar als auch mit dem Australian Dollar richtig gelegen. Das ist richtig. Heißt es, Chat? Heißt es? Ich bin euch so auf den Fersen, Chat! Ja, okay, Chatty. Du boxst jetzt mal die nächste Antwort raus, würde ich sagen. Deine Frage lautet,
Ja. Der Strubbelpeter erschien in welchem Jahrhundert? Der was? Der Strubbelpeter. Ja? Strubbelpeter. Oh mein Gott, Strubbelpeter. Struwel. Ey, der Joker ist leise. Der Joker ist aber mal dickfett. Mit Tipps geben hier und sowas. Also Strubbelpeter hört sich jetzt nicht so modern an, würde ich sagen. 19. Du hast zwischen 19 und 20. Jahrhundert überlegt und du hast dich für die 19 entschieden. Ja. Und das, Shelly, ist richtig. Fuck, Alter. Ja, und damit muss Nick sich so viele Sprüche jetzt erstmal einbehalten. Er kann nichts droppen. Und, okay, Nick, deine Frage lautet, was ist die Amtssprache in Ghana? Imagine eine Frage stellen und nicht ragen, weil das wäre so insane, ne? Also Ghana ist halt weit weg und gar nah. Also auf jeden Fall wird dort Französisch gesprochen, würde ich sagen. Ich verlasse mich einfach auf mein Bauchgefühl, ich sag Französisch. Es wäre Englisch gewesen, Nick. Einfach Englisch. Hol mir den Kollegen hier rein, und zwar Paintier. Paintier, was geht? Dann stell mir einfach mal deine Frage und schau nur, ob du sie auch so trocken rausballerst. Deine Frage lautet, das ist die 19. Frage im Übrigen. Welcher Film von James Cameron erzählt die tragische Jungfernfahrt eines Passagierschiffes? Titanic? Und damit hast du richtig gelegen, denn es ist die Titanic. So, Nick, mal schauen, ob du dich mindestens genauso freuen kannst mit dieser Frage. Klar. Warst du schon mal in Australien? Nein. Deine Frage lautet, das war deine Frage. Welche Jahreszeit herrscht in Australien an Silvester? Ist ja bald sogar. Sommer. Das ist richtig, Nick. Ja, ich kenne Animal Crossing. Das ist so meine Südhalbkugel. Ey, da gibt's Haie. So geil, wirklich. Hey, yes. Wusstest du, das ist echt wegen Animal Crossing? Ja! Hey, voll cool. Das weiß man auch so. Ja, das weiß man auch so. Juli, was geht? Komm rein in den Chat, Juli. Hi. Oh. Die kommt aus der Höhle. Die kommt aus der Höhle. Bist du gerade richtig White People Blanked unter so einer Decke eingekuschelt? Deine Frage, Juli, lautet, hör genau zu. Aber was, wenn es keinen Morgen gibt? Fragt Bill Murray in der Komödie. Aber was, wenn es keinen Morgen gibt? In welcher Komödie wird das gefragt? Keine Ahnung. Und täglich spricht das Murmeltier. Deine Frage, Nick, lautet. Ja. In welcher Rennserie ist Mick Schumacher 2019 aufgestiegen? Formel 1. Nee, und soll ich was sagen? Es wäre die Formel 2 gewesen. Es gibt Formel 2? Ja, ja. Man kann ja auch aus der Formel 1 nirgendwo aufsteigen. Das ich wusste gar nicht, dass es was anderes außer Formel 1 noch gibt. Ja. Guck mal, wie traurig das ist, dass du Formel richtig gesagt hast, aber 1 und 2 falsch. Und der Chat weiter mit 2 Punkten in Führung ist. Hey. Hi. Hi, Mono. Bist du aufgeregt, Mono? Ja. Hangul heißt das Alphabet welches asiatischen Landes? Südkorea. Das ist richtig. Holy was? Shit. Also da muss man einfach mal klatschen. Hä? In Zellenmodo. Das wusstest du ja scheinbar, right? Ja. Halt wegen K-Pop und so. Über welchen legendären Kater hieß es 2018 in der Presse Foul Fat 40? Über welchen legendären Kater? Damit steht es 7-9, denn das ist richtig. Yes, geile Nummer. Carla. Yo. Hey. Du warst letztes Mal auch dabei, oder? Nee, ich war nicht dabei. Siehst du, hab ich doch gesagt. Und du hast richtig gelegen damals, oder? Genau. Genau. Wie viele Antigene besitzt die Blutgruppe 0? Ich glaube 2. Lockst du 2 ein? Ja, ich lock ein. Es wären 0. I tried. Yeah! You tried. Da ist die Chance zur Aufholung. Deine Frage lautet, auf Basis welches Alkohols wird der Cocktail Margarita gemixt? Wolltest du gerade Mojito sagen? Nee, Tequila wollte ich sagen. Ich wollte sagen Tequila. Also Margarita heißt der Cocktail, aber aus welcher Basis wird der gemixt? Ich glaube ich locke Tequila ein. Du lockst Tequila ein, ne? Und eigentlich die Antwort kann am besten Jack geben, denn es wäre tatsächlich Tequila. Ich wusste es. Ich bin dumm. Also, perfekt. Sehr gut. Hey. Ja, ich bin da. Moin, was geht? Hey, was geht? Was gilt als die älteste noch lebende Sprache Europas? Noch lebende? Albanisch? Albanisch? Ja. Also es endet mit Sch, aber es wäre Baskisch gewesen. Baskisch? Was ist das denn? Deine Frage lautet, wie heißt die temperamentvolle Fee in den Peter Pan Zeichentrickfilmen?
Das ist so easy, Digga. Der Chat sagt auch so easy, Panik. Aber mal schauen, ob. Nick, denk dann, du hast einen Joker. Kann ich die Frage hören, bitte? Ich nehm den Joker. Ich nehm Jussi als Joker. Ich brauch den Ausgleich mit Jussi. Lies die Frage nochmal bitte vor. Hör zu, Justice. Die Frage, und das ist damit der letzte Einsatz des Jokers, lautet: Wie heißt die temperamentvolle Fee in den Peter Pan Zeichentrickfilmen? Es wäre Tinkerbell gewesen. Hast du das schon mal gehört? Tinkerbell? Tinkerbell. Ja, Tinkerbell, ja, aber das ist die Fee. Ach du Scheiße. Nice one. Toll. Fun? Hallo? Hallo? Vielleicht weißt du die nächste Frage. Deine Frage lautet: Das einzige Säugetier mit Schuppen ist das mit 8 Arten in Afrika und Asien verbreitete. Ich weiß nicht, ob es genauso heißt, aber Heuschrecke? Nee, leider ist es nicht die Heuschrecke. Es wäre entweder die Schuppenflechte oder auch das Schuppentier genannt. Säugetier. Deine Frage lautet, oh Nick, let's go, mal schauen, ob du vielleicht wieder so nachdenkst. Auf Basis welches Alkohols wird der Cocktail-Klassiker Mai Tai gemixt? Ich würde einfach mal Wodka sagen. Und nein! Wodka ist leider falsch, Nick, sorry. Ich wollte rum sagen. Nee, es ist rum, es wäre rum, ich aber du hast Wodka eingeloggt, Bro. I'm fucking sorry, I'm sorry, Bro. Yo, hey. Was geht? Guten Tag. Eigentlich bin ich nicht ready, aber let's go. Gut, dann zurück mit in die Warteschlange. So, die Kragenweite ergibt sich aus dem Umfang welches Körperteils? Sizes. Das ist richtig. Und damit hast du zweistellig gemacht. Ja, Mann. Wie kann man so einfach... Das war aber sehr easy. Ja, das war sehr easy. That's right. Wie oft wurde der Brasilianer Ronaldo zum Weltfußballer des Jahres gewählt? Ich denke mal, Justice würde es, glaube ich, wissen. Er hat vorhin irgendwas mit Fußball gesagt, right? Ich würde sagen, dreimal. Nee, das ist unfair, weil es Fußball war, aber es sind leider dreimal gewesen, Nick. Right. Yeah! Woo! Starkes Ding. Damit steht es 9 zu 10. Nein.